Thank you so much for the warm welcome. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Es ist wunderbar, hier zu sein, denn Grundeinkommen ist eine Notwendigkeit. Ich glaube sogar, dass es nicht darum geht, ob wir es mögen oder nicht. Es wird ein wichtiger Bestandteil eines jeden Versuchs sein, den Kapitalismus zu zivilisieren, da der Kapitalismus einem Krampf unterliegt, der durch seine eigene Generation von Technologien verursacht wurde, die sich selbst untergraben. Generation of technologies that undermine itself. To put it simply, um es vereinfacht auszudrücken, im 20. Jahrhundert hatten wir die Stabilisierung und Zivilisierung des Kapitalismus durch den Aufstieg der Sozialdemokratie, der New Deal in den Vereinigten Staaten und die sozialdemokratischen Marktentwicklungen in Europa. Leider ist dieses sozialdemokratische New Deal-Paradigma erledigt und es kann nicht wiederbelebt werden. Ich werde dazu noch einige Bemerkungen machen, aber erinnern wir uns zunächst einmal, worum es bei der sozialdemokratischen New Deal-Tradition geht. Some comments on this, but first let us remind ourselves of what the social democratic New Deal tradition is all about. It's about two things. Es geht um zwei Dinge. Erstens um die Umverteilung des Einkommens innerhalb der Lohnarbeit, eine Art Versicherung für die Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse versichert die Arbeiterklasse. Nehmen wir zum Beispiel den Beitrag der National Insurance in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg oder Arbeitslosenversicherung in den Vereinigten Staaten. Lohnarbeiter versorgten Arbeitslose mit Versicherungszahlungen, ebenso mit der Gesundheitsversorgung oder Renten. Diejenigen, die heute arbeiten, sorgen für die Renten derjenigen, die aufgehört haben zu arbeiten. Es handelt sich um Versicherung und Umverteilung innerhalb der Arbeiterklasse, um es ganz unverblümt zu sagen. Same with health provision, pensions. Those working today, providing for the pensions of those who have stopped working. So insurance and redistribution within the working class, to put it very bluntly. The second dimension, of course, die zweite Dimension ist natürlich die Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit. Dies nimmt die Form von Mindestlöhnen an, die vom Staat ausgehandelt werden. Es ist auch ein Prozess der Tarifverhandlungen, in der Regel in Form eines Dreiecks mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und dem Staat. Und natürlich Besteuerung, Transfers durch das Steuersystem. Nun, diese sozialdemokratische Tradition, ich habe eben eine sehr eindeutige Aussage gemacht, ist hinfällig oder gestorben, und zwar aus zwei Gründen, zwei Erdbeben sozusagen, die unsere Gesellschaften auf beiden Seiten des Atlantiks getroffen haben. I made a very big statement a moment ago, didn't I? It's dead in the water. And it is dead in the water or dying in the water for two reasons. For reasons that have to do with two earthquakes that have hit our societies on both sides of the Atlantic. One is the process of financialization. Eines ist der Prozess der Finanzialisierung, der einen riesigen Keil zwischen Kapital und Arbeit getrieben hat. Er schuf eine neue Form des Kapitals, Finanzkapital, welches das Potenzial von Arbeits- und Industriekapital im Grunde erschöpft hat. Und diese unerbittliche Finanzialisierung führte im Jahr 2008 zur wohlverdienten Strafe. Erinnern Sie sich, dass der Sozialismus nach 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion starb. Und jetzt, nachdem der Kapitalismus 2008 starb, haben wir ein neues Regime. Ich nenne es die Bankrottokratie. We have a new regime now. I call it bankruptocracy. It's ruled by the bankrupt banks. Es wird von den Bankrottbanken beherrscht. Je bankrotter die Bank, umso größer ist ihre Fähigkeit, wirtschaftlichen Wert an sich zu reißen, weg vom Rest der Gesellschaft, einschließlich industriellen Kapitals und Arbeit. Und das Problem der Bankrottokratie ist die Tatsache, dass wir seit 6 Jahren einen massiven Transfer von Reichtum, von Einkommen, von Produktionswerten in Richtung des Finanzsektors haben, der in Wirklichkeit trotz dieses Transfers insolvent bleibt. Towards the financialized financial sector, that remains insolvent in reality, despite this cynical transfer. The problem with this is that it has created two things. Dies hat zu zwei Problemen geführt. Erstens deflationäre Kräfte. Fragen Sie jemanden, der heute in der Zentralbank der Schweiz oder in der Bundesbank oder in der Europäischen Zentralbank oder der Bank von Japan oder der Bank von England oder der Fed arbeitet. Sie alle können nachts nicht ruhig schlafen, weil etwa die Hälfte der Weltwirtschaft heute in negativen Zinsschulden schmachtet. Und das ist ein Spiegelbild des Zusammenbruchs des sozialdemokratischen New Deal-Abkommens, des sozialen Vertrags des 20. Jahrhunderts, wenn man so will. Und dieser Zusammenbruch geschah im Jahr 2008. Social democratic New Deal bargain contract, social contract, if you want, of the 20th century. And that collapse happened in 2008.
The world after 2008 cannot be understood anymore in terms that made sense. Die Welt nach 2008 kann nicht unter denselben Maßstäben verstanden werden, die vor 2008 noch sinnvoll waren. Genauso wie die Welt nach 1929 nicht unter den Maßstäben begriffen werden konnte, die in der Ära des Goldstandards vor 1929 sinnvoll waren. Der zweite Grund: Mit dem deflationären Prozess ist das erste Kernelement der sozialdemokratischen Tradition gestorben, weil sich die Arbeiterklasse nicht mehr versichern kann. Is that in the water because the working class can no longer insure itself. It's stagnant wages. Der stagnierende Lohn, die Tatsache, dass Jugendliche in einem dualen Arbeitsmarkt gefangen sind und es sehr schwierig finden. Und ich rede natürlich nicht von der Schweiz, ich rede von dem Rest der entwickelten Welt. Die Schweiz ist nur erfolgreich, weil das ein Einzelfall ist und niemand sonst sein kann wie die Schweiz. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir später haben können. Die Tatsache bleibt, dass das erste Kernelement, die Versicherung unter den Lohnarbeitern, einfach nicht möglich ist, weil die Löhne derart stagnieren, dass es für die Arbeiterklasse unmöglich ist, sich selbst zu versichern. Wages have stagnated to such an extent that it is impossible for the working class to insure itself. And the second plank, the redistribution between capital. Das zweite zentrale Element, die Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit, wird aus zwei Gründen zunehmend unmöglich. Erstens durch die Politik, die recht giftig geworden ist. Schauen Sie nur, was in den Verhandlungen zwischen Griechenland und der Troika geschehen ist, innerhalb der Europäischen Union. In den Vereinigten Staaten, wo es einen Kongress gibt, der dem Weißen Haus widerspricht und das Weiße Haus dem Kongress widerspricht, erfordert diese Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit, die Teil des New Deal und der Sozialdemokratie war, politische Regierungsführung. Europa und die Vereinigten Staaten sind aktuell unregierbar, ganz und gar unregierbar. Und so stellt dies das erste Erdbeben dar. And so that's the first earthquake. The second earthquake. Das zweite Erdbeben dreht sich um, und das ist nichts Neues. Ich bin mir sicher, dass es heute bereits besprochen wurde. Ich habe eine Diskussion mitbekommen. Lassen Sie es mich ganz unverblümt in Science-Fiction-Begriffen ausdrücken. Den Aufstieg der Maschinen. Künstliche Intelligenz wird sehr, sehr bald, die Entwicklung ist bereits im Gange, die ganze monotone Routinearbeit, die algorithmische Arbeit ersetzen, vor allem sobald Maschinen den Turing-Test bestehen und es für Sie und mich unmöglich sein wird zu erkennen, ob wir mit einer Maschine oder mit einer Person am Telefon sprechen. When we speak to somebody on the phone, whether we're speaking to a machine or to a human person, once we have that, we're going to have a massive. Sobald wir das haben, werden wir einen massiven Verdrängungseffekt erleben, der zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, in der kapitalistischen Geschichte, den Schaffungseffekt überwältigen wird. Mehr Jobzerstörung als Schaffung von Arbeitsplätzen. Denn erinnern Sie sich, die Bankrottokratie, wie ich sie bezeichnet habe, kam am Ende eines 30-jährigen Zeitraums auf, der durch das Ersetzen von Arbeitsplätzen in der Produktion in Entwicklungsländern durch repetitive Niedriglohnarbeit geprägt war. Repetitive work. Employment rates, for instance, in Britain. Beschäftigungsquoten zum Beispiel in Großbritannien sind recht hoch und sie sind in den Vereinigten Staaten ziemlich hoch, aber der Großteil dieser Arbeitsplätze wurde geschaffen, um die Arbeitsplätze zu ersetzen, die nach 1975, 83 und 2008 verloren gingen. Niedriglohn-Routinearbeitsplätze, solche, die sofort abgeschafft werden, sobald künstliche Intelligenz den Turing-Test meistert. Immediately the moment artificial intelligence overcomes the Turing-Test. And we are facing a major issue there. Und wir stehen hier vor einem großen Problem. Um es mit dem zu verknüpfen, was ich vorhin sagte, wird diese Verschiebung die deflationären Prozesse verstärken, die unsere Zentralbanker nachts wachhalten, weil sie ein bedeutendes Maß an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage beseitigen und eine noch größere Einkommensungleichheit schaffen werden, vor allem Diskrepanzen zwischen Einsparungen und Investitionen. Level of income inequality and primarily disparity between savings and investment. And this disparity between savings and investment will force the price of money, the rate of interest. Und diese Unterschiede zwischen Einsparungen und Investitionen werden den Preis des Geldes, den Zinssatz, sogar noch unter das aktuell niedrige Niveau zwingen. Deshalb sage ich, dass Grundeinkommen ein wesentlicher Bestandteil sein wird, ein notwendiger Teil eines jeden Versuchs, die Gesellschaft zu stabilisieren und zu zivilisieren. I don't need to define basic income. Ich brauche Grundeinkommen nicht zu definieren. Lassen Sie mich nur sagen, dass der Kampf, den wir austragen müssen, ein ethischer sein wird. Und zwar ein ethischer, der nicht einfach aus einer Opposition der Habenden, sondern auch aus einer Position der Nichthabenden entspringen wird. Spring out of opposition from the haves, but also from opposition from the have-nots. From social democrats.
Von den Sozialdemokraten, von den Linken, von denen, deren eigener Sinn für Würde gegen die Idee von etwas für nichts spricht. Deshalb ist es wichtig, Grundeinkommen in dessen Kern zu erfassen. Es ist die Idee, und erlauben Sie mir die grobe Formulierung, dass wir das aktuelle Narrativ über das Leben unter dem Kapitalismus ändern müssen. And allow me to narrate it in broad terms. We are going to overturn the current narrative on life under capitalism. The current narrative, the dominant paradigm. Und wie lautet das aktuelle Narrativ, das dominierende Paradigma? Dass wir die private Produktion von Reichtum haben, die dann vom Staat für soziale Zwecke angeeignet wird. In Wirklichkeit ist unsere Produktion von Reichtum kollektiv. Sie ist sozial und wird anschließend privat angeeignet. Our wealth production is collective. It is social. And it is only then privately appropriated. Unless we make this shift in the narrative. Wenn wir diese Veränderung des Narrativs nicht umsetzen, werden wir nicht in der Lage sein, selbst diejenigen, die von einem Grundeinkommen profitieren würden, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Take an iPhone, unpick it, open it. Nehmen Sie ein iPhone und öffnen Sie es. Was finden Sie darin? Sie finden eine Vielzahl von Technologien. Jede davon wurde durch staatliche Zuschüsse geschaffen. Keine davon wurde von Apple produziert. Keine von Google, keine von Facebook. Sie wurden alle durch staatliche Zuschüsse produziert. Das ist es, was ich meine. Darum beziehe ich mich auf die kollektive Produktion von Wohlstand, die dann privat angeeignet wird. This is why I'm referring to the collective production of wealth, which is then privately appropriated. If you start thinking of it that way, then it's very easy. Wenn Sie anfangen, so zu denken, dann ist es sehr einfach, Grundeinkommen als eine Dividende zu betrachten. Eine Dividende, die an das Kollektiv geht, das für die kollektive Produktion des Wohlstands und der Geräte und der Produkte und der Märkte verantwortlich war, weil diese falsche Trennung, die illusorische Trennung zwischen dem Markt und dem Staat aufgelöst werden muss. Es gäbe keine Märkte, wenn es keine Staaten gäbe. Es hätte keinen Kapitalismus gegeben, wenn es keinen Staat gegeben hätte. Es gäbe kein Apple, kein Google, wenn es keinen Staat gäbe. There would be no Apple, no Google, if there was no state. And similarly, there would be no state if there were no private entrepreneurs. Und genauso gäbe es keinen Staat, wenn es keine privaten Unternehmer gäbe, keine privaten Firmen. Wir müssen diese falsche Teilung auflösen und wir müssen das Narrativ direkt angreifen. Grundeinkommen bedeutet, den Unwürdigen Geld zu geben. Es geht darum, den Reichen Geld zu geben. Es geht darum, den Surfern, den Strandhäschen Geld zu geben. Denjenigen, die wir nicht gerne als Kinder hätten. Und wenn sie unsere Kinder wären, würden wir sie ausschimpfen. The beach bums. The ones that we dislike, the ones that we would not like to be our children. And who, if they were our children, we would be scolding them. So we must not sidetrack. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen, indem wir nur über die guten Leute sprechen, die Geld bekommen, das sie verdienen. Wir sollten über unverdiente Empfänger sprechen, die Geld bekommen aufgrund der Tatsache, dass sie Mitglieder einer Gesellschaft sind, die kollektiv Reichtum produziert. Und dann, darüber hinaus, müssen wir das Narrativ der Stabilisierung hinzufügen. And then, on top of this, we need to add the narrative of stabilization. Think about it. In Europe today, in the United States, überlegen Sie mal, in Europa, in den Vereinigten Staaten, würde ein Grundeinkommen heute wirklich helfen, Zentralbanker nachts ruhig schlafen zu lassen. Es wird antideflationär sein. Es wird eine einzigartige Abwehr gegen die schwelende, rezessive Wirkung von 2008 sein. Nun gibt es angemessene Argumente gegen das Grundeinkommen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Decent arguments against basic income that we must not avoid. Somebody may say to you, yes, but the rich do not need. Jemand könnte einwenden, dass die Reichen kein Grundeinkommen brauchen. Nun gut, aber sie brauchen auch keine Steuerfreiheit für die ersten 10.000 Schweizer Franken, die sie verdienen. Doch darüber beschwert sich niemand. Man kann sicherlich sagen, dass es besser ist, das Geld, das die Gesellschaft hat, denen zukommen zu lassen, die es verdienen. Aber man muss auch an die andere Seite der Geschichte denken. Target the money that society has on those who are deserving. Well, yes, but you have to think of the other side of the story too. To separate the deserving from the undeserving, you need a bureaucracy. Um die Verdienten von den Unverdienten zu trennen, braucht man eine Bürokratie, die sich das als Aufgabe setzt. Diese Bürokratie neigt dazu, sich selbst nachzubilden. Die Bürokraten lieben es, sich selbst zu reproduzieren und ihre Macht über die Gesellschaft zu reproduzieren. Und das zu tun, indem sie ein Stigma schaffen, das denjenigen angeheftet wird, die sie für unverdient halten. Es ist in der Psychiatrie sehr ähnlich. In dem Moment, in dem die Psychiatrie vorgestellt wird, erinnern Sie sich an Michel Foucault und die Geschichte über das Irrenhaus, schafft man ein Narrativ von Vernunft und Unvernunft. Man schafft eine Machtstruktur. Die Person, die das Zertifikat besitzt, um Psychiater zu sein, entscheidet, wer gesund ist und wer das Recht hat, ein freier Bürger zu sein.
to be a free citizen. The other argument, which I think is also das andere Argument, das meiner Meinung nach konfrontiert werden muss, ist das, dass Menschen ein Recht auf einen Job haben sollten, nicht das Recht auf Grundeinkommen, und dass wir die Arbeit unterstützen sollten, nicht die Faulheit. Nun, ich denke, es gibt hier zwei Punkte, die erläutert werden müssen. Doch erstens, nichts hält uns als Gesellschaft davon ab, die Menschen, die faul sind, zu tadeln. Warum sollten wir sie verhungern lassen? Ich weiß, wenn meine Kinder faul wären, würde ich sie tadeln, aber ich würde sie nicht aus dem Haus werfen. I know that if my kids were idle, I would be censuring them, but I would not be throwing them out of the house. Secondly, and more importantly, zweitens und viel wesentlicher, das Recht, einen Job abzulehnen, ist für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt und für eine zivilisierte Gesellschaft unerlässlich. Und um das Recht zu haben, ein echtes Recht, den Job abzulehnen, muss man eine Alternative haben, eine externe Option, denn verzweifelte Leute werden es hinnehmen, verzweifelte Dinge zu tun. Ich hörte hier jemanden vorhin über einen Reiniger reden, dessen Job nicht respektiert werde, dessen Name nicht bekannt sei. Ich habe dazu eine Geschichte. Ich habe in einer Reihe von Universitäten gearbeitet. In den alten Zeiten hatten wir Reinigungskräfte, die für die Universität gearbeitet haben. Sie waren wie mein Chef in der Abteilung. Sie kamen in mein Büro, wussten über meine Familie und mich Bescheid. Sie wiesen mich zurecht. Sie sagten, es ist 8 Uhr, geh zu deiner Frau, was machst du hier? They would know about me, they would tell me off, they would say, it's 8 o'clock at night, go to your wife, what are you doing? Yeah? And they had a sense of belonging to an institution and being Sie hatten das Gefühl, zu einer Institution zu gehören und wichtig zu sein. Und was ist dann passiert? Wir haben die ganze Arbeit an Firmen vergeben, die Nachtarbeiter einstellen. Menschen, die gesichtslos sind, die immer wieder ersetzt und schlecht bezahlt werden, die nicht institutionell mit dem Ort verbunden sind, ob es sich nun um die Universität oder die National Gallery in London handelt. Aber warum ist dieser Prozess außer Kontrolle geraten? Es ist passiert, weil die Reiniger keine anderen Optionen hatten und damit kein Recht, Nein zu sagen. No outside option. No right to say no to the subcontracted contract. Now, just so that we do not face Damit wir nicht nur die negativen Aspekte behandeln, lassen Sie mich kurz erwähnen, was meiner Meinung nach wesentliche Aspekte aus sozialer Perspektive, nicht nur aus makroökonomischer Perspektive sind, bevor ich abschließe und wir die Diskussion eröffnen. Es ist wichtig, Argumente zu liefern, die aus makroökonomischer Sicht für das Grundeinkommen sprechen, für die Stabilisierung der Finanzmärkte, Investitionen, gesamtwirtschaftliche Nachfrage. But there are others at the level of the micro and the sociological. Aber es gibt noch weitere auf der mikro- und sozialwissenschaftlichen Ebene. Sozialdemokratie führte die Idee eines sozialen Sicherheitsnetzes ein. Erinnern Sie sich? Nun, wir müssen dem entgegenwirken. Netze sind sehr gut, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Aber wenn du in ihnen drin bist, ist es manchmal sehr schwierig, wieder herauszukommen. Es ist manchmal sehr einfach, gefangen zu werden. It's sometimes very easy to be trapped. Think of basic income. As a foundation. Betrachten Sie das Grundeinkommen als Fundament, nicht als Netz, ein Boden, auf dem man stehen und den Himmel erreichen kann. Ausbeutung? Libertäre Ökonomen, politische Ökonomen, politische Theoretiker, Politiker, die behaupten, dass Freiheit ihre treibende Kraft ist, definieren Freiheit im negativen Sinne, im Sinne der Abwesenheit von Einschränkungen, von Volontärarbeit. Define liberty in a negative sense. In the sense of the absence of constraints. Of voluntarism. If you've said yes to some contract, that contract Sie nehmen an, dass wenn jemand zu einem Vertrag Ja gesagt hat, dieser Vertrag per Definition ein freier Vertrag sein muss. Darum muss es eine Handlung aus freiem Willen sein. Nun, das ist sie nicht. Die Mafia liebt es, uns Optionen zu bieten, die wir nicht ablehnen können, uns Angebote zu machen, die wir nicht ausschlagen können. Die Tatsache, dass wir zustimmen, bedeutet nicht, dass sie frei gewählt wurde. Die Tatsache, dass die griechische Regierung die Bedingungen der Troika letzten Sommer akzeptierte, bedeutet nicht, dass es eine freiwillige Transaktion war. Accepted the terms last summer of the Troika does not mean that it was a voluntary transaction. To have a free contract, to have Um einen freien Vertrag zu haben, einen Vertrag, der von beiden Seiten unterzeichnet wird, die Freiheit beider Seiten repräsentiert und ausstrahlt, muss jede Seite die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Das habe ich schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal. In gewissem Sinne verlangt die Handlungsfreiheit ein Grundeinkommen. Requires a basic income. Finally. Again, beyond the macroeconomic. A basic income will allow
Ein Grundeinkommen wird es ermöglichen, Arbeit zu schaffen, die diese Art der algorithmischen Routinearbeit ersetzen wird, was sowieso durch künstliche Intelligenz geschieht. Um eine Besserung der negativen Auswirkungen des Kapitalismus herbeizuführen, der sich selbst durch die Herstellung von Maschinen untergräbt, müssen wir ein System schaffen, bei dem die Gesellschaft einen Anspruch auf die Einnahmen des Gesamtkapitals hat und dieser Anspruch wird zu einem Einkommensstrom, der an alle geht. Then we need to create a system whereby society stakes a claim to the returns to aggregate capital and this claim becomes an income stream that goes to everyone. I don't see why my children and your children. Ich sehe nicht ein, warum meine Kinder und ihre Kinder ein Recht auf einen Treuhandfonds haben, warum Paris Hilton ein Recht auf einen Treuhandfonds hat, wenn niemand sonst oder sehr wenige Leute ein solches Recht haben. Betrachten Sie das Grundeinkommen als Treuhandfonds für all unsere Kinder, der durch Dividenden aus unserem Gesamtkapital finanziert wird, das schließlich gemeinsam geschaffen wurde. Vielen Dank. Our aggregate capital, which was after all created collectively. Thank you. Wir werden nun ein paar Fragen für Professor Varoufakis entgegennehmen. Dort sehe ich jemanden. I see one up here. Yep. You've mentioned three reasons. Sie haben drei Gründe erwähnt: die Technik, die Banken und auch die Politik. Glauben Sie, es ist ein unglücklicher Zufall oder besteht da ein Zusammenhang? Ich wähle stets einen ganzheitlichen Ansatz, einen organischen Ansatz. Natürlich sind sie verwandt. Der Grund, warum wir den Antrieb der Finanzialisierung der 80er, 90er und 2000er hatten, der uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen, hat sehr viel mit technologischem Wandel zu tun. Und dieser technologische Wandel mit 3D-Druckern und Maschinen, die menschliche Intelligenz auf der Ebene des Dienstleistungssektors ersetzen können, stellt gemeinsam mit den Auswirkungen der Verbrennung von Finanzkapital einen Teufelskreis dar. Also die Antwort ist, ja, sie sind absolut verwoben, verbunden und miteinander verknüpft. Utterly interwoven, interconnected and interrelated. Saw one right here. Thank you. Yes, thank you very much for your talk. I appreciate. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich würde gerne etwas radikaler sein und Grundeinkommen als Vergütung für das produktive Leben selbst betrachten, nicht nur als Teil der Sozialversicherung und so weiter. Also ich denke, es ist etwas, das über die Qualität der Arbeit hinausgeht. Labor. What I don't see why we disagree. Ich sehe nicht, warum wir uns da widersprechen sollten. No, I don't disagree. Yeah, okay. Ich widerspreche Ihnen nicht. Ich schlage vor, Grundeinkommen als eine Art Vergütung zu betrachten, wie Lohn. As a sort of remuneration. Okay. Great. Thank you. It's complementary to wage. That's fine. The way I. Okay, das ist in Ordnung. Ich drücke es lieber so aus, dass es uns die Möglichkeit gibt, die Vorstellung zu überdenken, dass der Reichtum privat produziert und kollektiv angeeignet wird, wenn die Realität das genaue Gegenteil ist. Und heute mit dem Internet, nehmen Sie zum Beispiel Google, nehmen Sie die Huffington Post, nehmen Sie jegliche Wertschöpfung durch Nutzer, den vollständigen Zerfall der Abgrenzung zwischen Verbraucher und Arbeitnehmer. All diese Konzerne haben einen riesigen Input von ihren eigenen Kunden. The complete breakdown of the distinction between consumer and worker. So all these corporations have huge input from their own customers. Their customers are producing value. Ihre Kunden produzieren Wert und dann werden sie in Futter verwandelt, das an Werbetreibende verkauft wird, in Gegenleistung für den Gegenwert, der direkt an diese Unternehmen und ausschließlich diese Unternehmen zurückgeführt wird. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Unternehmen kaum Steuern zahlen. Also ist Grundeinkommen ein sehr einfacher Weg, um sicherzustellen, dass diejenigen, die den Wert produzieren, einen größeren Anteil daran erhalten. Also stimme ich Ihnen zu. Ensuring that those who produce the value get a larger share of it. So I agree with you. Let's take one right there. Yep. Yes. Mm-hmm. Yes, thank you very much. I have a question that ich habe eine Frage bezüglich des zweiten Erdbebens oder des Aufstiegs der Maschinen, wie Sie es nannten. Was ist mit jenen Jobs, die nicht durch eine technologische Entwicklung verdrängt werden, sondern sich irgendwie parallel dazu entwickeln? Evolving parallel to it, like let's say
Digitale Sweatshops auf den Philippinen oder Clickworking beispielsweise. Ich habe das Gefühl, dass es eine Art Mythos ist, dass digitale technologische Innovation alles ersetzen wird. Gibt es nicht auch einen Jobsektor, einen neuen Jobsektor, der sich entwickelt, in dem Menschen eher maschinell arbeiten, um Algorithmen zu trainieren, zu klicken, um Facebook-Zensur zu tätigen, die tatsächlich menschliche Arbeit erfordert? You're quite right. But every technological innovation. Sie haben recht. Jede technologische Innovation verdrängt Arbeitsplätze und schafft neue Arbeitsplätze. Wir sehen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte, dass die Jobs, die im Begriff sind, vertrieben zu werden, weitaus zahlreicher sind als diejenigen, die geschaffen werden. Und die, die geschaffen werden, sind von weitaus niedrigerem Niveau und viel schlechter bezahlt als die, die zerstört werden. Also ja, Sie haben recht. Jobs in and more badly remunerated than the ones that are being destroyed. So yes, you're right. Okay, one right here, and then one right there. Hi, good afternoon, Yanis. Hi, Andrew. Hi, good to see you. Good to see you. Haven't seen each other for ages. The question I've got, Yanis, is. Meine Frage, Yanis, ist angelegt an universelles Grundeinkommen, aber auf deine Erfahrung in der Regierung bezogen. Was denkst du, sollte die Rolle des Staates im Übergang zum Zeitalter der Automatisierung und der digitalen Ökonomie sein? Und wie sollte der Staat versuchen, die Fähigkeitenagenda neu auszurichten? Zurzeit haben wir in vielen Ländern Europas Ausbildungsplätze und eine Fähigkeitenagenda, welche die strukturellen Schwächen tatsächlich einbindet. Welche Rolle sollte der Staat bei der Vorbereitung der Arbeitskräfte für das Zeitalter der Automatisierung spielen? That's a great question. I don't think I have an answer to this, Andrew. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich eine Antwort darauf habe. Wir brauchen den Staat sicherlich, weniger um den Prozess der Bildung von Humankapital zu leiten, als die Bildung von komplexem Wissen, das notwendig ist. Sehen Sie, das Problem ist, dass wir ein Bildungssystem und ein Lehrausbildungssystem haben, das anspruchsloses Humankapital schafft. The formation of the body of difficult knowledge which is necessary. See, the problem is that we have an educational system and an apprenticeship system that creates human capital of a lowbrow variety. Both in universities. Sowohl an Universitäten als auch bei Ausbildungsberufen stumpfen wir unser Bildungssystem ab. Wir schaffen Anreize für Studenten, etwas zu studieren, das ihnen nicht liegt und nach Hochschulabschluss bereits wieder irrelevant ist. Dadurch, dass sichergestellt wird, dass sie die Universitäten mit großen Mengen an Schulden verlassen, drängen wir sie im Alter von 18 bis 19 Jahren dazu, sich für ein Studium zu entscheiden, basierend auf ihrer eigenen Vorstellung von dem, was lukrativ ist. Was sich erstens nicht als lukrativ erweist und sie zweitens dazu zwingt, Dinge zu tun, die sie nicht gut können. Deshalb wird der Gesamteffekt der Bildung für die Gesellschaft vermindert. In Bezug auf die Lehre denke ich, dass in Großbritannien wird heute ein noch so fantastisches Lehrausbildungssystem nicht funktionieren, weil das Niveau der Investition so gering ist. Welche Jobs werden diese Auszubildenden also bekommen? It's not going to work because the level of investment is so low. So what jobs will these apprentices get? To say that zu behaupten, dass die angebotsorientierte Wirtschaft greift, dass wenn sie gute Ausbildungsplätze schaffen, gute Industrie nach Großbritannien kommen wird, ist ein bisschen unrealistisch. Das Investitionsniveau ist sehr niedrig, nicht nur in Großbritannien. By the statistic of recent, that in Germany, the most successful European state. Ich bin entsetzt über die jüngste Statistik, dass wir in Deutschland, der erfolgreichsten europäischen Staatsökonomie, die höchsten Einsparungen in der Geschichte des Landes und das niedrigste Investitionsniveau seit 1945 haben. Solange Sie keine Gesamtinvestitionspolitik haben, die im Einklang mit dem Bildungssystem ist, werden Sie als Gesellschaft scheitern. That are in sync with investment. You're going to fail as a society. I saw a last question. I saw a hand. Right there. Thank you very much, Yanis, for a really interesting talk. Vielen Dank, Yanis, für einen wirklich interessanten Vortrag. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich stimme völlig zu, dass die Möglichkeit, einen Job abzulehnen, Voraussetzung ist, aber ich denke auch, dass der nächste Schritt die Einführung eines Systems sein muss, das den Menschen dabei hilft, herauszufinden, welche Richtung sie einschlagen wollen. Was willst du selbst verwirklichen? Und ich habe mich gefragt, ob du Ideen für weitere Systeme hast, die der Staat einführen sollte, um den Menschen dabei zu helfen, das herauszufinden. In order to help people figure out in that process. I don't agree with you on this, you know.
Ich stimme Ihnen da nicht zu, wissen Sie? Verwechseln Sie mich nicht mit einem Staatsfixierten. Ich möchte nicht, dass der Staat mir sagt, wonach ich streben sollte. Ich möchte nicht, dass der Staat meiner Tochter sagt, was sie werden sollte, wenn sie erwachsen ist. I don't want the state to tell my daughter what she should be become when she grows up. Indeed, I have very little time for all. In der Tat habe ich sehr wenig Zeit für all diese beruflichen Orientierungsschemata, ob staatlich oder privat, vor allem wenn Sie 15-Jährige in der Schule anvisieren und ihnen diese albernen Umfragen geben und ihnen sagen, du wirst Ingenieur, du wirst Friseur, du wirst Musiker. Ich habe einen wirklich tiefen Glauben an die Fähigkeit des menschlichen Geistes, Dinge für sich selbst zu erarbeiten, sofern man nicht in Terror leben muss. Das ist die Hauptsache. If they don't have to live in terror. That is the main thing. And with that, let's please. Und damit ein herzliches Dankeschön an Yannis. Thank you. Thanks very much.